Begegnung, liebe Fußballfreunde. Am Mikrofon sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir beide freuen uns natürlich auf dieses interessante Spiel. USA gegen die USA. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Ertz. Und Alex Morgan. Flanke kommt kurz. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Samantha Mewis. E. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Und Alex Morgan. Rose Lavelle. Abby Dahlkemper. Jetzt müssen sie aufpassen. Ertz. Alex Morgan am Ball. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Samantha Mewis. Und Alex Morgan. Gut von Becky Sauerbrunn. Rose Lavelle. Sie haben den Ball. Samantha Mewis. E. Will sich da jetzt auf durchaus ungewohnter Position den Ball holen. Gut gemacht, gutes Tackling. Alex Morgan am Ball. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Da kommt der Schuss. Ganz stark abgeblockt. Ball draußen, gibt Ecke. Klasse Parade erst und dann an den Pfosten. Der Ballverlust. Geht dazwischen und hat den Ball. Alex Morgan jetzt. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Sie verlieren hier den Ball. Und Alex Morgan. Lindsay Horan. Klasse Chance jetzt. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten Sie sich das vorgestellt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Sie sind da, Ball wird geblockt. Da haben Sie den Ball, gut gemacht. Sie setzt sich durch. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Schöner Volleyschuss. Was für ein Tor. Da hat sie einen wunderbaren Volley ausgepackt. Volley-Tore sind immer sehenswert. Und deshalb gucken wir auch noch mal in aller Ruhe in der Wiederholung drauf. Da ist der Ball und dann wird nicht lange gefackelt. Drin das Ding. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell.
Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne. Und auch die Chancen holen sie immer wieder raus, sind enorm aktiv. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Alex Morgan jetzt. Sie holen sich hier den Ball. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Rapinoe. Da ist der Ball weg. Jetzt ist die Kugel weg. Samantha Mewis. Erz. Exzellentes Zweikampfverhalten. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Samantha Mewis. Alex Morgan jetzt. Einwurf. Lindsay Oren. Ein harmloser Versuch und natürlich hält sie den. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Durchgang 2 läuft. Sie sind nach wie vor am Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Es gibt den Elfmeter für die USA. Unglaublich, es gibt Elfmeter, aber keine Karte für die Spielerin. Ich bin kein Fan der Doppelbestrafung, aber Regel ist Regel. Insofern für mich eine Fehlentscheidung der Schiedsrichterin. So, jetzt das Tor. Dann ist es nur noch ein Treffer Rückstand. Ball ist nicht drin. War schon eine Parade hier. Und jetzt wird es Einwurf geben. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Samantha Mewis. Der Anschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können sie den Ausgleich noch schaffen. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Schöner Zweikampf. Sie erobern den Ball. Geht er rein? Klasse gehalten. Und Alex Morgan. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Lindsay Horan! Klasse gehalten! Richtig stark gemacht, verhindert hier ja den sicheren Treffer. Ecke kommt in den 16er. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Jetzt kommt die Flanke rein. Ball kommt nicht sonderlich gefährlich. Erz. Rapinoe. Sieht gefährlich aus. Wichtige Aktion. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Da wäre der Platz, um zu flanken. Das ist die Chance. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt.
Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Ja, gut, sie machen da Druck jetzt. Ball ist im Aus. O'Hara. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele immer wieder. Sehr souverän. Gut von Becky Sauerbrunn. Sie haben jetzt Platz auf außen. Jetzt kann die Flagge kommen. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Klasse, aufgepasst. Sie wehrt den Ball ab. Ecke kommt in die Mitte. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Gutes Tackling. Sie hat sich fair vom Ball getrennt. Viel Platz für den Konter jetzt. Gibt Freistoß für die Amerikanerinnen. Sehr gut gemacht. Sie holt sich den Freistoß. Erz. Da hat er den Vorteil abgewartet, aber es wird nichts draus. Also doch Freistoß. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Glanzparade gehalten. Jetzt die Ecke. Erz. Rose Lavelle. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Vielleicht jetzt. Der passt. Ausgleich. Kurz vor Schluss treffen sie hier doch noch. Eine Wahnsinns-Schlussphase. Die Wiederholung. Wir sehen, wie sie den Ball halbherzig rausschlägt. Das geht besser, geht konsequenter. So kommt der nächste Angriff und das Tor fällt. Alles wieder offen hier. 2-2. Hier könnte es jetzt nochmal gefährlich werden. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. So, kein Grund zur Aufregung. Kopfball geht neben das Tor. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ball fliegt hoch ein. Und die Balleroberung, wichtig. Spielt rüber zur anderen Seite. Samantha Mewis. Jetzt können sie flanken. Viel Zeit bleibt nicht mehr in dieser Partie und die Fans wollen endlich den Siegtreffer sehen. Und entsprechend groß ist der Lärm hier nochmal. Ich bin gespannt, was hier noch passiert in den letzten Minuten. Rapinoe, was für eine Parade. Es hätte die Führung sein können und sind wir ehrlich, was eine Chance, Latte. Vielleicht die Gelegenheit für den späten Siegtreffer. Und Einwurf für die US-Amerikanerinnen. Jetzt kommt die Flanke. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Das Spiel ist aus, das war's. An diesem Unentschieden ändert sich hier also nichts mehr. Dieses Remis ist aus meiner Sicht ein Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelt. Beide auf Augenhöhe.
Und Alex Morgan. Lindsay Horan. Klasse Chance jetzt. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Schöner Volley-Schuss. Was für ein Tor. Da hat sie einen wunderbaren Volley ausgepackt. Samantha Mewis. Der Anschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können sie den Ausgleich noch schaffen. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Vielleicht jetzt. Der passt, Ausgleich. Kurz vor Schluss treffen sie hier doch noch. Eine Wahnsinns-Schlussphase.